Die neuen Raumanzüge, die die NASA jetzt vorgestellt hat, sind echte Allround-Talente. Mit ihnen können die Astronautinnen und Astronauten bei der nächsten Mondmission wohl geschmeidig über die Oberfläche laufen, anstatt so zu hüpfen wie ein Hase, wie damals noch die Apollo-Generation. Der orangefarbene sogenannte Orion Crew Survival Suit soll auf dem Weg in Richtung Mond getragen werden und würde das Überleben der Crew für ganze 6 Tage sichern, selbst wenn der Druck innerhalb des Raumschiffes plötzlich und unerwartet sinkt. Fix um Science Fiction, hier gibt's täglich spannende Science-Videos, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Einer der beiden neu konstruierten Raumanzüge der NASA heißt Exploration Extravehicular Mobility Unit XEMU und ist weiß, rot und blau. Und er macht künftigen Astronautinnen und Astronauten das Leben wohl sehr viel einfacher. Denn im Vergleich zum Apollo-Modell beschert er deutlich mehr Bewegungsfreiheit und ist zudem passend für Männer und Frauen. Eine echte Premiere, denn das hatte sich in der Vergangenheit ja als kompliziert herausgestellt. Zur Erinnerung, erst im März diesen Jahres 2019 musste die NASA den ersten geplanten Weltraumeinsatz, der nur von Frauen durchgeführt werden sollte, absagen. Inzwischen hat er ja stattgefunden, aber der Grund damals: nicht genügend passende Raumanzüge. Doch damit ist jetzt Schluss, denn die neuen Raumanzüge in Einheitsgröße lassen sich ohne Probleme an die jeweilige Astronautin bzw. an den jeweiligen Astronauten anpassen. Doch nicht nur das, die NASA-Ingenieurin Christine Davis zeigt bei der Präsentation, wie sie sich in dem Anzug bücken kann und Gegenstände vom Mond aufheben kann, ohne dabei das Gleichgewicht zu verlieren. Eine extrem wichtige Sache für die Erkundung des Mondes. Dazu Christine Davis: Die Mobilität ist sehr wichtig für unsere Arbeit. Wenn man einen Stein aufheben möchte, wenn man ein wissenschaftliches Instrument einsetzen möchte, dann braucht man diese Oberkörperbeweglichkeit. Auch die Arme über den Kopf zu heben scheint keine Probleme zu bereiten. Und noch eine entscheidende Sache ermöglicht dieser neu entwickelte Raumanzug. Dazu Jim Bridenstine, der Chef der NASA: Wenn wir uns an die Apollo-Generation erinnern, erinnern wir uns daran, wie Neil Armstrong und Buzz Aldrin wie Hasen über die Mondoberfläche gehüpft sind. Jetzt wird es uns möglich sein, über die Mondoberfläche zu laufen. Das ist ganz anders als bei den früheren Anzügen. Er betont noch einmal, dass die NASA die Landung auf dem Mond quasi nur als ein Zwischenziel sieht. Letztendlich lautet das Ziel: Wir wollen zum Mars, und um zum Mars zu gelangen, müssen wir den Mond als Testgelände nutzen. Doch das Modell Exploration Extravehicular Mobility Unit XEMU beschert nicht nur mehr Bewegungsfreiheit, hinzu kommen 2 weitere technische Neuigkeiten. Zum einen schützt der Anzug die Astronautinnen und Astronauten vor extremen Temperaturen. Umgebungstemperaturen von minus 157 Grad bis hin zu plus 121 Grad soll durch den modularen Aufbau des Anzuges für die Menschen in ihm auszuhalten sein. Dazu NASA-Ingenieurin Amy Ross: Wenn wir auf den Mars fliegen, dann brauchen wir eine neue Isolierung, denn dort gibt es eine Atmosphäre. Die 2. technische Neuerung führt dazu, dass das System zur Absorption von Kohlendioxid besser funktioniert. Das Gas entsteht ja bei der Atmung der Astronautinnen und Astronauten und konnte von den bisherigen Raumanzügen nur bis zu einem bestimmten Sättigungsgrad aufgenommen werden. Das neue Modell XEMU aber ist in der Lage, das Gas nach außen ins All abzugeben. Neben diesem neu entwickelten Raumanzug wurde der Öffentlichkeit eine weitere Entwicklung präsentiert: der orangefarbene Orion Crew Survival Suit. Gedacht ist dieser für die Reise zum Mond, die ja für das Jahr 2024 geplant ist. Erstmals seit 1972 sollen dann wieder Menschen auf dem Mond sein. Auf dem Weg dorthin könnten die Astronautinnen und Astronauten den orangefarbenen Anzug in der Raumfähre tragen. Im Worst Case beispielsweise, wenn ein Meteorit die Außenwand des Raumschiffes beschädigt oder gar durchdringt, könnte der Orion Crew Survival Suit das Überleben der Crew sichern, und zwar bis zu 6 Tage lang. Denn in einem Notfall kann der Anzug die Astronautinnen und Astronauten stabilisieren. Beispielsweise, wenn es zu einem plötzlichen, unerwarteten Druckabfall kommt. Es scheint doch langsam konkret mit der Landung auf dem Mond 2024 zu werden. 5 Fakten über die erste Mondlandung. Anklicken, anschauen und AstroComics.tv abonnieren. Kostet ja nichts. Wisst ihr ja. Bis dann. Bleibt dran und hier draufklicken.